Oh, in welche Kamera? Zuschauer? Sind da schon Leute? Sehen uns Menschen? Ja, können wir, wir sind ready soweit. Okay, dann schon mal alle, die eingeschaltet haben, schon mal danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Der Alex hier zu meiner Linken. Der und Torben hier zu meiner Rechten. Das bin ich. Wir werden heute ein bisschen den Honor-Livestream kommentieren. Genau. Der wird, glaube ich, so eine gute Stunde gehen. Wir werden einfach live kommentieren, was vorgestellt wird, was es für neue Sachen gibt, was für Angebote gibt. Wir werden gegen Ende auch ein Live-Unboxing machen. Wir haben auch einen Gutschein, der sich durchaus lohnen kann, ja, würde ich mal sagen. Also wenn ihr überlegt, euch mal vielleicht ein neues Smartphone oder Kopfhörer oder sowas zu kaufen, dann, ne? Vielleicht seit einer Stunde ein bisschen Geld ärmer, aber hab dafür was Neues, Cooles. Das werden wir bekannt geben. Und ja, wir werden einfach so ein bisschen das mal begleiten. Ne? Genau, Honor 9A wird vorgestellt, wie es der Streamer schon sagt. Und VIP Day Launch Event, was das mit VIP auf sich hat, da soll es, glaube ich, auch noch was geben. Wenn das, ist das schon bekannt? Ich weiß nicht. Genau, da soll auch noch was kommen und wir werden den jetzt einfach, wie gesagt, ein bisschen gucken mit euch und kommentieren und ein bisschen auch da drüber quatschen. Das heißt, wenn ihr den Livestream selber wirklich gucken wollt, dann guckt einfach den normalen Online-Livestream. Wir, wie gesagt, wir werden das halt kommentieren und unser ja, Expertenwissen, unsere Meinung dazu abgeben so ein bisschen. Deswegen, genau, seid nicht böse, wenn wir da drüber labern. Ich habe jetzt auch selber mal den Chat hier aufgemacht, den Stream noch gar nicht auf, jetzt sehe ich uns hier selbst auch gut. Können wir ein bisschen durch die Fragen durchgehen, wir versuchen natürlich so gut wie es geht auch live Fragen zu beantworten, wenn es hier um Honor oder das ganze Thema halt geht. Sonst unterstützt uns auch die liebe Maike aus dem Homeoffice heraus und moderiert den Chat ein bisschen, sorgt dafür, dass die Links und so weiter und der Gutschein und so weiter rechtzeitig gejobbt wird, leitet uns, geht auf Fragen ein und so weiter. Also wir versuchen hier unser Bestmögliches auf eure Fragen einzugehen. Dadurch die Maike auch gerade mal eben den Link zu dem Original-Online-Livestream, den wir hier jetzt auch gleich selber gucken werden, reingepostet. Ist der Livestream auf Mike, Deutsch? Mike L. Haudegen für einen Kaffee, macht weiter so. Das ist natürlich eine coole Sache. Dankeschön. Dankeschön, das ging schnell. Ihr könnt da über diesen Chat auch was spenden, wenn ihr möchtet. Weiß nicht, kannst du da mehr zu sagen? Livestream ist nicht ganz so weit. Ich weiß ehrlich gesagt, also ihr könnt halt da was spenden, wie offensichtlich Mike es gerade getan hat. Danke dir auf jeden Fall. Für einen Kaffee, vielen Dank, ja. Kriegen wir sogar zwei von, glaube ich. Bei Starbucks kriegen wir vielleicht einen halben. Oh. Nee, genau. Ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, aber wenn ihr wollt, findet ihr es bestimmt heraus. Müsst ihr aber, wie gesagt, auch nicht. Wir freuen uns natürlich, aber der Stream läuft ja auch weiter, wenn wir dafür kein Geld bekommen. Ich weiß nicht, ob der Stream auf Englisch oder Deutsch ist, das fragt John Cena. John Cena? Wir können dich nicht sehen. Wir können dich sehen. Wir sehen die Frage nicht. Nee, ich glaube, der ist auf Englisch tatsächlich. Ich denke mal, dass George Zhao, ist der CEO von Honor, dass der den machen wird. Das weiß ich jetzt gerade selber tatsächlich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass er auf Englisch sein wird. Aber wir sind da beide relativ gut unterwegs, was Englisch angeht. Von daher sollte das kein Problem sein. Deswegen werden wir es natürlich auch in Deutsch alles kommentieren. Honor hat gerade selber geantwortet, der Stream wird auf Englisch sein. Hallo, Honor. Hallo, liebe Freunde von Honor. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Was besser, Honor 9X oder Honor 9A? Das Honor 9A wird heute vorgestellt. Die A-Reihe ist so eher die Budget-Reihe. Von daher ist das 9X so ein bisschen da drüber. Aber auch das 9A hat so ein paar Features, das wissen wir schon. Wir haben es nämlich schon hier stehen. Noch unausgepackt, das wird nachher geunboxed. Auf jeden Fall ein paar coole Features für den Preis. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Gut, was haben wir noch für Fragen? Man kann erstmal genau alles, ist der Ton und so weiter, passt das alles? Wenn ja, dann gibt man einen Daumen hoch. Wenn also man es gab gut zumindest bisher noch keine Beschwerden, das nehme ich mal zum Anlass dazu, dass es alles gut läuft aktuell. Ja. Genau. Das kann man ja vielleicht auch mal weitergeben. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, genau, dann versuchen wir das noch währenddessen zu. Genau, ja, wenn irgendwas nicht laufen sollte irgendwie von der Technik her, dann versucht Julian, der hier hinter den Kulissen die Technik macht, das Ganze noch zu fixen live und so schnell es geht. Ja. Aber anscheinend, oh, wir kriegen ganz viele Daumen. Alter Daumen, also dann scheint alles gut zu sein, dann hat sich die ganze Arbeit schon mal gelohnt, Julian, sehr wow, gut, Technik passt, das ist ja schon mal die halbe Miete, ziemlich leise ist okay, kannst du vielleicht noch ein bisschen aufdrehen bei dir, vielleicht liegt es auch daran, kannst du ein bisschen mal versuchen, Dominik macht einen dämmenden Smiley, von daher gehe ich davon aus, dass eigentlich Alter, alles Paletti ist. Wie, ja, wie, ey, zeig mal bitte, wie er den dämmenden Smiley macht. Julian, bester Mann, ja, kann ich nur so weitergeben, Julian, bester Mann. Dankeschön. Plant ihr den Livestream von Honor ein? Ja, also, das werden wir gleich tun, nicht wahr?
Genau, das ist quasi eine Screen-Bild-in-Bild-Situation. Genau, der wird dann hier unten rechts, gut, ich kann das jetzt gerade schlecht zeigen, aber der wird unten rechts auf dem Bildschirm erscheinen bei euch oder unten links. Oh, Mr. Memphis, 1001, sehr cool, Dankeschön. Genau, Danke so für sieht den es Euro. aus. Da können wir uns auch einen Kaffee von holen hier an der Ecke. Das müsste eigentlich hinhauen. Bester Fitness-Tracker, das ist schon von Honor auf jeden Fall das Honor Band 5. Ne? Das ist eine gute Genau. Sache. Das kriegt man auch schon für 30, 35 Euro, meine ich. Das hat ja Ja, gut gefallen im Test. das Ne? ist sehr günstig. Akkulaufzeit ist so eine Woche ungefähr. Wir haben aber ein schönes AMOLED-Display, auch gut abzulesen. Klar, Benachrichtigungen kommen rein, Schlaftracking, Schritte-Tracking. Und auch sogar Blutsauerstoffwert kann das auch messen, was noch zumindest damals noch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal war. Das ist ja schon was länger draußen. Ja, da auf jeden Fall das Honor 5, da würde ich schon dazugreifen. Band 5, genau. Genau, Haben Honor die eigentlich Band noch einen 5. teuren? Eine, ja, oder halt, man möchte direkt zu den Zu den Smartwatches. Uhren greifen, genau. Ja, die sind dann natürlich dann nochmal ein bisschen teurer. Wie viel kostet das 9A? Das wissen wir noch nicht. Das wird dann natürlich während der Vorstellung bekannt gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass es unter 200 Euro kosten wird. Soll ja ein Budget-Ding sein. Man möchte es ein bisschen unter dem neuen X positionieren. Warten wir mal ab. Das wird gleich irgendwann bekannt gegeben. Gibt es Klinken-Honor-Handys generell? Also ein Klinke meinst du natürlich einen 3,5 mm Klinkenanschluss, also einen Kopfhöreranschluss. Gibt es tatsächlich meistens bei Honor? Ja, die sind Bei noch dem oftmals neuen, mit dabei. ja, bei dem neuen A meine ich tatsächlich auch. Ich glaube, vielleicht ist das bei den Flagships so, dass man das lässt. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher bei dem 20er. Apropos Honor 20, nach dem Honor 30 wurde auch schon ein bisschen gefragt. Da geht man vielleicht gleich auch noch drauf auf. Mal gucken, ob man da mal was zu sagt. Ist ja bis jetzt nicht hier Und verfügbar. das Honor 20 war ein cooles Ja, es gab Smartphone. das Honor 20 und 20 Pro, ne? Genau. Das Pro hattest du getestet, richtig? Ja, ich gucke auch gerade noch mal ganz kurz nach. Ich bin mir nämlich mit dem Kopfhöreranschluss auch absolut nicht mehr sicher, weil das ist auch schon was her, dass ich das im Test hatte, ehrlich gesagt. Und man testet ja Man doch ein testet ja paar doch ein paar mehr. Handys, da kommt man schon mal durcheinander. Ich weiß, dass die Rückseite geil aussah und die Kamera aber auch gut. Honor hat uns gerade übrigens noch geschrieben, wollte ich jetzt nicht übergehen. Auf jeden Fall, wir freuen uns auch bin sehr gespannt auf den Livestream tatsächlich, wie das Launch-Event so wird, was alles genau vorgestellt wird. Ich freue mich auch schon echt, wir haben das jetzt seit gestern, glaube ich, ist das hier so und das fällt einem natürlich schwer, das Handy nicht zu unboxen, weil man das natürlich jetzt live für euch machen will. Man möchte es ja jetzt auch nicht irgendwie so schauspielen und vorher schon aufgemacht haben. Also ihr könnt hier sehen, das Siegel ist hier noch zu auf Genau. jeden Fall. Und Das Honor 20 hat einen Kopfhöreranschluss, das 20 Pro Pro, nee. keinen. Ey, Honor 20 und 20 Pro, wenn ihr euch generell für ein gutes Handy interessiert, die gibt es immer auf High Honor, immer relativ oft im Angebot aktuell mit zusätzlichen Kopfhörern oder sowas oder mit dem Honor Band 5 oder so dazu. Einfach mal auschecken, da gibt es teilweise echt gute Preise. Also Da das machen Honor. die eh ganz viel mit so Bundles, wenn man Ja. dann hat man direkt so ein Starter-Pack, Ja, stimmt. was man quasi alles an smarten Gadgets braucht. Man hat dann ein Smartphone, wie gesagt, oftmals noch ein Band oder Kopfhörer oder beides mit direkt dabei. Was ist mit dem Honor 10? Ja gut, das gibt es natürlich auch noch, Gibt es das noch? Ich glaube, das aber ist ich glaube, das mittlerweile kriegst du, wenn, nur abgelaufen. noch auf eBay oder so. Ja, würde ich alles halt noch. Eigentlich war es, das war auch ein cooles Handy, das habe ich ja damals in London geholt. Können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden. Oh, Holger. Dankeschön. Ah, super lieb von dir. Alter, wie viel Kaffee müssen wir trinken in den nächsten Tagen? Ganz, ganz viel. Da kriegt das ganze Team auf jeden Fall einen. Da kriegt der Julian kriegt einen Kaffee und Maike kriegt einen Kaffee. Und du kriegst Kaffee. Und du und kriegst einen Kaffee. jeder kriegt einen Kaffee. Dankeschön, Holger. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Genau. Ja, 90 Hertz-Display erwarte ich nicht. Wir können nicht. Kannst du es lesen, Alex? Du musst dich näher zum Mikro Oh, bin ich drehen zu oder das leise? Mikro Okay. näher anders Okay, drehen. ich vertone mich neu. Ich hoffe, das gibt jetzt keine Störung. Oder so. Nice. Ich hoffe, das stört nicht, wenn ich hier so ein Mikrofon. Ich fühle mich wie so ein Radiosprecher oder so. Oh, ich muss mal. Hallo, herzlich willkommen Hallo. bei 1 Live. Bei 1 China Live höre Magic ich, wenn dann am FM. meisten eher mal 1 Live. Früher auch noch so ein bisschen Big FM. Genau. So, dann müsste das. 130 Pro kommt als Global noch. Wenn das eine Aussage ist, weißt du mehr als wir, Ich finde ja Neroboy. gleich, Wenn was das du eine gesagt Frage ist, werden wir sie vielleicht irgendwie gleich beantwortet bekommen im Stream. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. OLED, auch das. Ich sag mal so, da das ja ein Budget-Handy werden wird, das 9A, also weil die A-Reihe Ja. halt immer Budget ist, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es nicht OLED ist. Ja. Macht eine ASMR-Version. Dann müssen wir hier so leicht in das Mikrofon flüstern. Nee. Julian, das soll ich nicht machen, okay. 1 Live mit Domian, ja genau, das war der Shit. Könnt ihr mir das 9X empfehlen oder eher nicht? Und danke für den Livestreams. Es kommt ein bisschen drauf an, da wird vielleicht gleich auch noch drauf angegangen.
Oh, geht's los? Okay, noch nicht. 9X war auch auf jeden Fall ein gutes Handy. Gibt jetzt auch so eine Lite-Variante. Mir hat das Pro aber ein bisschen besser gefallen. Also, das hat zwar keine gute, war aber nochmal ein gutes Stück stärker. Da lohnt sich der Aufpreis, denke ich schon, für das mehr Leistung. Wenn, würde ich glaube ich eher zu dem Honor 9X Pro greifen. Danke, schon wieder Maike. Maike. Mike, Ich bin Alter. verwirrt. Für Ein paar Kekse, vielen Kekse, Dank. Alter. Geil von dir, Mike. Sehr, sehr Guter Mann, gut. auf jeden Fall. Liebe Ich Grüße. würde gerne diese Kekse haben, die es beim italienischen Eiskaffee dann immer zu dem Kaffee gibt. Weißt du, diese länglichen, braunen, die Diese, sind. die haben noch einen Ich geilen Namen. weiß Ist nicht, wie nicht die so heißen. Amor. Nee. Nee, ich sag was Nee, nee, Falsches. nee, du Nein, sagst, nee, ich weiß, was du sagen willst, das ist ja komplett falsch. nee. Okay. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Da, 9X hat jemand Top-Preis-Leistung. Sehr cool. Ist das mit, auch mit der Pop-Up-Kamera ist Stimmt, natürlich ja, du hast es getestet schönes, damals. randloses Design. Auf jeden Fall sehr cool. Gibt es einen günstigen Laptop aus dem fernen Osten? Honor hat tatsächlich auch einen Laptop, das MagicBook in Angebot. Der Alex präsentiert es da gerade. Oh, es geht los. Es Es geht geht los. los. Wir müssen Bild in Bild, Julian. Du musst aufpassen. Okay, es ist auf Englisch, es ist George Hello, Sau. dear Honor Global Friends. Long time no see. Welcome to Honor 9A and the VIP Day Streaming Event. Early this year, we launched the Honor Okay, ich muss meinen 9A Ton Pro ausmachen, sonst habe ich hier in doppelt Ton. global market. It's the first device with pre-installed the APP Gallery equipment. Okay. Noch nichts Pro im 7 Hintergrund. Also, es ist George Seos, er redet auf AI Englisch. Es geht jetzt gerade ein peering bisschen ums Honor 9X Pro. Und nur um das intended nochmal feedback klarzustellen, falls ihr gerade jetzt for einschaltet: 8 Wir beide, der Alex triple und ich, wir camera kommentieren den ganzen Livestream jetzt. 6 59 Deswegen werden wir dem inches George wohl leider the mal ab four und zu wheel ins display Wort fallen müssen. Wir and you versuchen es know also this gut wie the möglich zu ballpark übersetzen from und the unsere camera Kenntnisse und so is weiter very damit cool. reinzubringen. Deswegen, Honor wenn ihr 9 euch adds daran prolonged stört oder delivery der Ton and komplett enhancement to jetzt user daneben ist, schreibt experience das gerne. Und wenn ihr across lieber den Original-Livestream gucken performance, wollt, könnt ihr es gaming natürlich auch and machen. Den findet photography. ihr da im Chat verlinkt. Könnt aber Major auch einfach global nach Honor media bei YouTube suchen, dann like sollte euch der Forbes. Livestream da direkt Genau. vorgeschlagen Trusted werden. review. Arabian business recognized it as Okay, one es geht um of the das Honor best 9X Pro, haben wir in its tatsächlich price band. getestet. War das, A glaube das solid erste all-rounder HMS-Smartphone von Honor, das heißt das and erste mit den impressive Huawei Mobile mid-range Services, also smartphone. ohne Google-Dienste. Ich glaube, warum die The keine top Google-Dienste haben, da media müssen wir jetzt had nicht impressed großartig weiter Honor drauf 9 eingehen. Pro. Die ganze And also, Huawei-USA-Problematik ist ja we are jetzt really happy. lang genug Kennt man ja. bekannt, kennt man ja. Honor 9X Pro hat mir im Test wirklich gut gefallen. improvement Natürlich muss man from immer bei the den consumer Google-Diensten, das ist vielleicht nicht für who jeden der Fall, aber viele actually haben sich tatsächlich auch bought darüber gefreut. Honor 9 Das ist eine Pro. individuelle Entscheidung, aber rein von der Power her, The von dem Handy encoder her, is us, richtig the gut. more Also der power. seitliche Fingerabdrucksensor super schnell, der Kirin Not once 810-Prozessor drin, eine Menge did Power hat in der once Mittelklasse, sogar Honor obere 30 Mittelklasse. Und series die Kamera war auch echt tatsächlich ziemlich honored gut. und man hatte halt eben noch die Pop-Up-Cam, Ja. was auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, auf jeden Fall das randlose Design, das macht dann schon was her, gerade bei der Größe, wenn man so das Gefühl hat, Payment nur Display in solution der Hand zu haben. from a separate Finde ich immer schon Jetzt ist cool. er gerade dran mit Our Honor top, 30. Ich hoffe, flexing ich weiß, bin ich dem receives Stream a lot voraus, of unserem? Nee, positive bin ich nicht, feedback. okay. Nee. Honor 30 und hier steht auch schon West-EU, also bisher ist das ja nur wirklich in Russland Ja. verfügbar. Ja, da gibt es Bin auch immer eine Serie gespannt. von, da gibt es mehrere von, And da sieht also schon Honor that 30 Pro Plus. the Honor 30 Bis jetzt echt noch series nicht hier hingekommen. from Erinnert the natürlich ein bisschen an design den großen Bruder, sag ich mal, ans Huawei refinement mit der Dual performance Punch Hole da oben. and Aber gerade das chaosium Display ist ja auch so ein bisschen into curved, sehe that ich da. Honor Ist schon geil. 30 Ich finde es super mutig the mit dem fetten Chrome Honor Plus hinten drauf. Es finde ich war and eigentlich the ein top ganz, ganz two geiles Statement. Ist mal was that anderes the wieder ist auf so. jeden Fall was gewagtes, genau. Und wer das nicht mag, es gibt ja auch die anderen Versionen hier, die grüne Der sehen ohne. wir schon, die hat ja eine andere Rückseite. We are so Ja. proud. Oh, To echt? see In that Russland sind die so Honor krass. had Ja, continued hatte to ich be jetzt the auch nicht so im number Schirm. one Ich weiß brand nicht, kann das jemand in von euch Russian bestätigen? Hat market. da irgendjemand Connections nach And I Russland believe, oder so? Kommt jemand aus ist jemand Russland? gerade in Russland zufällig, der hier zuguckt? wahrscheinlich nicht, that aber wenn, dann könnt ihr das mal gerne in den Chat with our droppen. War mir jetzt tatsächlich auch nicht collaborative so with the bewusst, sogar Honor mehr als community, Samsung. Das ist natürlich krass, ne? we are able to Vielleicht sind die auch schon extend this länger da am growth Start, vielleicht sind die auch all over länger the schon world. da. And I Weiß also es want to nicht. use gar this nicht opportunity tatsächlich. to appreciate Aber the schon, Honor wie viel brand Prozent? support. 30% sind es. Thank all of Muss man you. erstmal machen. Muss man mal machen, ja. Kannst du mich grüßen? Ja, Since Honor Albion launched, Ibrahimi, sei gegrüßt. 1 plus 8 plus N of Okay, dann scenario geht es jetzt um die sold Wearables by im category. internationalen Markt. Top 2 in The Russland tatsächlich, Top insanity 3 in Tschechische overseas Republik. markets. Man muss auch einfach sagen, die We have Bänder und made die Smartwatches und so sind consistent schon sehr, sehr Ja. gut. Und ich weiß auch nicht, ob sie jetzt da noch progress Kopfhörer in mit dazu wearable and zählen. Das ist, Also es wird ja teilweise ist das ja anscheinend, wird das so. jetzt so also gezählt, ja. Genau. By Q1 2020. Da haben sie schon sehr gute Honor Produkte dubbed auch the am top Start. brand
Ja, vor allem finde ich, hatte ich da immer so einen Eindruck, dass die Messdaten, also dieses reine wirklich, was sie machen sollen, messen, ist oft genauer als bei vielen anderen so China-Herstellern. Also haben da auch ziemlich schlaue Algorithmen, auch so bei dem Schlaftracking, oder? Genau, genau. Die kooperieren da auch mit einem, ich weiß nicht mehr, wie der Hersteller heißt, ich habe das nur mal rausgefunden durch Zufall tatsächlich, dass die Messalgorithmen und sowas, die sind, werden auch mit einem Partner entwickelt oder von einem Partner einkauft, der auch mit, die auch mit Garmin zum Beispiel arbeiten. Ach, das heißt, die werden teilweise an die gleichen Algorithmen im Hintergrund wie Garmin. Und die sind ja nun mal so bekannt dafür, dass die auch sehr akkurate Daten haben. Jetzt geht es ums Honor Magic Book. Das wurde eingeführt. Magic Book 14, das benutzt du gerade tatsächlich, ne? Genau. Hat der Tim ja getestet bei uns, der ist unser Laptop-Spezialist. Da finde ich optisch ganz cool. Siehst du diesen blauen Rahmen da so drum? Das macht schon richtig was her. 14 Zoll, ich meine, es gibt jetzt auch noch eine 15 Zoll Variante, wenn ich das richtig gesehen habe. Das sieht schon, also ich finde es sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Auch mit einem Ryzen 5 Prozessor hier drin, also AMD, Fingerabdrucksensor. Das ist schon cool. Was ich ja gut finde, was man jetzt schon merkt, so Honor ist nicht nur Smartphones, so, die haben halt echt eine ziemlich breite Produktpalette mit Wearables, mit Kopfhörern und halt auch mit Notebooks, sind sie ja schon eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Ne? Genau, und sie haben auch hier diesen, das sieht man, vielleicht werden sie bestimmt später auch noch drauf eingehen, diesen Honor Magic Link Sticker hier drauf. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie ein Honor Smartphone habt oder auch ein Huawei Smartphone, dann kann das hier gut zusammenarbeiten und ihr könnt dann zum Beispiel irgendwie auf WhatsApp Nachrichten quasi vom Laptop aus anfangen. Mit der Tastatur und das so verbinden und Dateien hin und her schieben schnell. Können wir gleich nochmal drauf zurückgehen. So, Honor mit Beatport, das wird gerade angekündigt, eine neue Kooperation. Music in, World Out, Honor Magic Earbuds. Ja, die Earbuds, die haben wir doch auch hier stehen. Ja, TWS, yes. TWS-Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer. Beatport ist so ein DJ-Dienst mehr oder weniger. Ne? Für so elektronische Tanzmusik kannst du halt so Remixe und so darunter laden oder halt streamen. Da jetzt eine Kooperation zu haben, finde ich interessant, wie sie das umsetzen jetzt, wie sich das für den Kunden im Endeffekt so widerspiegelt. Ob man dann vielleicht irgendwie gratis zu den Kopfhörern was dazu bekommt, irgendwie ein paar Monate da kostenlos streamen kann oder sowas, keine Ahnung. Ah, jetzt geht es ein bisschen um die verschiedenen Produkte. Wie gesagt, wir haben es gerade schon angesprochen. Wearables sind Thema, Smartphones sind Thema, Notebooks. Kann man schon voll mit vernetzt sein. Ne? Die haben ja auch diese Smart IoT-Strategie, die Internet of Things. Also das Smartphone quasi das Center ist und du kannst es verbinden mit allen möglichen Gadgets, die wir alle gerade zeigen. Ah, wir haben schon viele Programme. Ja. Jetzt gibt es das VIP-Programm. Da kann man sich bis zum 1. Juli, also bis zum nächsten Monat, registrieren und dann bekommt man zum Beispiel bis zu extra 30%. Bis zu extra, ich dachte sogar noch ein bisschen weniger. Ich meine was von 5%, kommt auf das Produkt an, vielleicht sind es spezielle Produkte, aber 5% kriegt man glaube ich öfter. 15 GB Cloud, Huawei Cloud, was haben wir noch? Free Shipping. Jetzt geht es um die 0% Finanzierung. Kann man auch machen. Kann man machen, gerade vielleicht für Laptop sinnvoll, wenn man irgendwie Student ist oder sowas. Dann ist es sinnvoll, sonst würde ich eher sagen, so für Budgets, für Smartphones, wenn man sich das schon nicht leisten kann. Ja, 0% Finanzierung ist aber schon mal gut, dass man da nicht drauf zahlen muss genau, im Endeffekt. Das ist schon cool. Aber gerade, weil so ein Laptop kostet 600 Euro, wenn du gerade als Student vier Raten irgendwie auf 150 Euro teilen kannst, also ist natürlich das schon mal praktisch. Gut, ja. Und das ist halt so überschaubar, nenne ich, dass ich irgendwie 2 Jahre verfügbar bin. Nee, das genau. Okay, jetzt ist VIP Day Super Sale. Also, wenn ihr euch registriert als VIP-Member, dann bekommt ihr dann nochmal anscheinend ein bisschen extra. Und es scheint kostenlos zu sein, ne? Ja. Also, das heißt, einfach registrieren quasi, Account erstellen, als VIP anmelden. Kostenlos. Und dann kriegt man halt Prozente und Free Shipping und sowas. Ich habe auch nicht für den Shop, auch so, man bekommt auch Zugang zu so Fan-Events, natürlich dann nach Corona, wenn sowas wieder möglich ist. Und man kann sich auch so für so Produkttests vorab registrieren. Das finde ich besonders cool. Finde ich spannend, ne, wenn du so ein bisschen auch Feedback geben kannst oder so. Gerade für die Leute, die immer denken, so, also Smartphone-Tests muss bestimmt Spaß machen. Und man kriegt auch Sachen früher dann vielleicht mal. Das ist natürlich. Ich habe gesehen, bei dem Honor Linux Pro haben sie das tatsächlich gemacht. Ich glaube, da gab es ein paar Modelle vorab und so. Auf jeden Fall spannend, definitiv. Da stand gerade schon Magic Book Office 365. Oh ja. Gibt es wohl 12 Monate gratis dazu, jetzt bei dem hier, wenn ihr das jetzt zum Beispiel kauft. Auch wieder dann vielleicht ein bisschen an Studenten gerichtet, aber gut, jeder
der auch im Arbeitsleben irgendwie mit der Office Suite arbeitet. Da ist es auf jeden Fall nice, dass du ein Jahr lang mit Grafik dabei zu haben. Ja. Oftmals ist es meistens nur ein Monat dabei oder so. Ja, kann sein. Da ist jetzt Don der Honor Experience Officer. Auf der Team, sehr offiziell. One for work and one for personal use. But I'm always constantly looking for a power outlet to okay, jetzt geht's wahrscheinlich ums Honor 9A, oder? Gives me battery anxiety. A few months back, Honor jawohl, reached out to me with a smartphone. Das ist das Smartphone, über das wir reden. Das ist das Smartphone, das wir hier schon stehen haben. Und hier wurde gerade schon angedeutet, es geht vor allen Dingen um Akku, also erwarten wir eine große Akkukapazität. Power Your Life ist hier der Hashtag, das Motto davon, von daher Great Battery, darum geht's. Es sieht auf jeden Fall, also wir haben es ja wirklich noch nicht ausgepackt, es steht zwar hier, ich weiß auch gar nicht, welche Farbversion wir haben, aber es sieht auf jeden Fall sehr schick aus in dem Blau, was er da hat. Oh ja, Phantom Blue, haben wir Glück gehabt, haben wir ganz schön, ja. Sehr schön. 5000 mAh, bin ich vor dir. 5000 mAh, also 5000 ist schon ordentlich. Das wird zwei Tage sicherlich durchhalten. Zwei Tage müsste auf jeden Fall. Also Magic UI, was als Betriebssystem drauf ist, jetzt vielleicht nicht das allerstromsparendste, die allerstromsparendste Oberfläche, aber 5000 mAh, da können Sie, denke ich mal, schon gut arbeiten. 35 Stunden Videowiedergabe ist natürlich schon ordentlich, 4G Calltime, 33 Stunden, ja, das müsste sich ungefähr in zwei Tagen. Echt sogar noch ein bisschen mehr übersetzen. Also niemand guckt natürlich, hört natürlich 37 Stunden am Stück Musik, glaube ich. Kannst du mal ausprobieren. Ein gutes Wochenende. Zwei Tage Akkulaufzeit sollten da wirklich kein Problem sein. Oh, ziehen gleich. Ne, nur von der Kapazität. Von der Kapazität, genau. And the battery capacity is even up on par with some of the premium flagships like the Samsung Galaxy S20. Plattex, wir sind auch Riesenfan von dir. Dankeschön für den Shoutout. Nichts, Gönner, du hast noch nicht so viel verpasst. Es geht jetzt ums Honor 9A. Das ist hier ja, der Punkt der Aufmerksamkeit. Das neue Budget-Smartphone von Honor tatsächlich. 185 Gramm wiegt es. Ist aktuell so 200 Gramm mehr oder weniger, also die magische Grenze, glaube ich. Ich glaube, 185 Gramm ist tatsächlich noch relativ leicht. Also viele Smartphones aktuell, weil sie halt auch sind. Sind an die 200 Gramm dran, genau. Also das ist auf jeden Fall noch leicht und nicht zu schwer. Wobei ich immer Gewicht finde ich eher so... Man gewöhnt sich halt schon. Genau. 10-20 Gramm mehr drin, habe ich auch immer. 9 mm für 5000 mAh ist schon okay, glaube ich. Ne? Geil. Was? Kein Kamera-Gehäuse, ja, was raussteht. Okay. Das nice. Ist sehr gut. Das ist besonders bei so einem fetten Modul, also so einem größeren Kameramodul mit einer Triple-Kamera, das ist ja eher noch ein bisschen schwieriger. Finde ich gut. Kopfhöreranschluss, das ist schon mal sehr gut. Okay, ich sehe daneben was mir noch nicht so gut gefällt. Ja, das ist Micro-USB. Ich finde mal so, ja, natürlich USB-C, all the things so, ja. Sehe ich auch, aber anders, so eine Anwendung macht es kaum einen Unterschied so. Also, weil, sag mal, zu 80% hast du es eh, lädst du es wahrscheinlich über Nacht auf oder so und dann liegt da dann Micro-USB-Kabel und lädst du auf. Ja, dann, ja. Ja, aber trotzdem, ich bin klar, schon USB-C. Bei USB-C ja, bei meinen meisten Sachen. Aber wenn man eh noch bei einem anderen ist, dann ist auch egal. Okay, wir haben ein HD-Display, kein Full-HD-Plus-Display, 1600x720 Pixel. Genau. Das ist bei der Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll müssen so um die 270 ppi sein. Ich will mal sagen, also man kritisiert das immer schnell, aber ich habe das zum Beispiel letztes Jahr bei ein, zwei Smartphones gemerkt. Das hat mich dann gar nicht so sehr gestört. Also es, natürlich ist es nicht so scharf wie ein Full HD Plus Display. Ich bin bei der Preisklasse noch vertretbar. Wäre jetzt, wenn ich nur so viel für ein Handy ausgeben möchte, generell wäre es für mich kein Dealbreaker. Müsste nicht unbedingt, ohne es halt in Kombination mit dem Akku. Hat natürlich noch mal eine längere Akkulaufzeit. Hier stand jetzt gerade schon die Kameras, waren jetzt schon dran. 13 Megapixel Hauptkamera, 5 Megapixel Ultraweitwinkel, das ist auf jeden Fall nice, dass die dabei ist. Und glaube ich, was war die dritte Makro- oder Porträtsensor? Ja, okay. Müssen wir sagen, dass man eigentlich auch fast sympathisch ist, man nicht so einen 48-Megapixel-Sensor oder so da drin zu haben. Aber ja, 5-Megapixel ultraweit bin ich gespannt. 5-Megapixel ist schon ein bisschen wenig, aber wie gesagt, wir sind im Budget-Segment. Da gibt es auch oft schon 8-Megapixel, aber gut. Muss ja nichts heißen, Megapixel sind ja definitiv nicht alles. Stereo- oder Mono-Speaker, sagt man nichts zu. Ich gehe davon aus, dass es Mono-Speaker sind, also Stereo-Speaker in dem Bereich ist eigentlich... Erweiterbarer Speicher und 64 GB Speicher direkt mit dabei, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, weil ich mal 512 GB kannst du noch reinhauen. Ja, klar, genau. Das ist schon krass. Und man startet eben nicht bei 32 GB, das finde ich schon gut, weil das ist schon extrem schnell voll heutzutage, deswegen ist es gut, dass man da direkt bei 64 einsteigt. 3 GB RAM.
4 wäre natürlich nice gewesen, aber nun gut, wie gesagt, in dem Budget-Segment, da geht man immer kleine Kompromisse ein. Das ist, halt das ist cool. Richtiger, ein echter Dual-SIM-Slot, das heißt wirklich 2 Nano-SIM-Karten und die Micro-SD-Karte könnt ihr da reinpacken. Das heißt, ja, ihr habt dann irgendwie vielleicht einen Tarif für Daten und einen fürs Telefonieren oder sowas und dann noch die Speichererweiterung. Okay, was haben wir hier? Das ist Qualitätskontrolle und so. Ich glaube, mein Stream ist ein bisschen hinterher, aber man sieht es jetzt. Finde ich ja mal spannend. Du warst auch noch nie in so einem Ding, oder? Ich war mal nur in so einem 5G-Testlabor, aber ich würde eigentlich gerne mal so ein Durability-Ding auch gern sehen. Ja, richtig Spaß, eigentlich mal Handys runterzuschmeißen. Das wäre eigentlich auch noch nie. Aber du darfst, glaube ich, selber auch nicht runterschmeißen. Das muss ein Roboter natürlich machen. Mann, ja, aber es muss ja immer genau die gleiche Höhe. Also. Genau, da siehst du es schon. Hat es gerade einen Roboter mal fallen lassen. Hast du eigentlich mal so Probleme gehabt mit deinem Akku irgendwie? Also wie wichtig ist der Akkulaufzeit so im Alltag? Hast du mal so gemacht? Schon, also ich habe es halt öfters mal gehabt, dass ich dann abends so bei älteren Handys so gerade, dass ich dann irgendwie halt einfach nicht durch den Tag gekommen, sondern nochmal zwischendurch aufladen musste. Deswegen ist es schon praktisch, wenn man dann, sag ich mal, hier bei einem 5000 mAh Akku ist es ja auch so in Ordnung, du hast dann noch 50% Akku und dann kommst du trotzdem noch einen Tag durch quasi. Das heißt, du musst nicht immer gucken, dass du immer bei 100% bleibst. Das ist schon ein großer Vorteil bei dem großen Akku dann. Ja, also ich finde Akku auch echt immer wichtiger. Ich habe mir so angewöhnt, immer wenn ich weiß, dass ich unterwegs bin, entweder eine kleine Powerbank oder so mit dem Rucksack zum Notfall. Aber jetzt, wo die Akku. Ich habe eine Jacke mit einer Powerbank. Ja, stimmt. Okay, gut. Inspector Gadget. Ja. Magic UI. Camera Test. Das ist schon geil mit den ganzen Robotern, das würde ich auch gerne mal sehen. Ja, Android 10 ist drauf. Ja. HMS Core haben wir letztens auch ein Video gemacht bezüglich der Corona-App, HMS Core, also die Huawei Mobile Services. Wie gesagt, da ist kein Google drauf. Das hebt man ein bisschen auf mit der Huawei App Gallery und zum Beispiel mit der App-Suche. Da haben wir auch schon ein Video dazu und das erklärt. In dem Core-Kit ist jetzt auch diese Schnittstelle für die Corona-App, sodass die zum Beispiel auch benutzt werden kann. Und ja. Oh, AliExpress ist mit dabei. Die haben den HMS Core quasi mit in ihre App integriert. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Partner, den sie dann da gefunden haben. Ja, auf jeden Fall. AliExpress, Alibaba ist riesig. Ich habe schon gesehen, App Gallery ist jetzt, glaube ich, der drittgrößte App Store. So schnell. Das ist schon, wenn man bedenkt, dass Apple App Store. Genau. Aber es gibt ja auch noch Amazon, wenn sie dann vor Amazon sind. Ja, also das habe ich so gelesen. Wächst natürlich jeden Tag. Ich glaube, die haben auch, ich weiß gar nicht, ob es in der App Gallery oder in der App Suchen App ist, haben sie diese Wunschlistenfunktion. Also wenn dir eine App fehlt, kannst du da auch quasi reinschreiben und dann wird die dann hoffentlich bald aufgenommen. Dieser ist mit bei, das ist auf jeden Fall cool. Okay, man kriegt ein Huawei Music. So, und dann nochmal alles zusammengefasst. 5000 mAh Akku, 6,3 Zoll, Klinkenanschluss, Magic UI, Helio, ich glaube, das ist der Helio P22 Prozessor. Also schon Budget Octa-Core Prozessor, aber halt für ausreichende Performance für so Alltagsanwendungen und so weiter. Android 10 ist auf jeden Fall nice, dass da jetzt nicht noch irgendwie das Alte drauf gepackt wird, sondern direkt das Neueste vom Neuesten. Wo geht's jetzt drin? Wir gehen dann in Mode. Okay, das ist unser Fachgebiet. Würdest du sagen, das Kleid ist was für dich? Ja, ich glaube schon, so gerade im Sommer jetzt. Da sieht es luftig leicht aus mit den Fransen. Okay, geht's jetzt ums Magic Book? Ist schon seit Ende 2019 oder so der drittgrößte, sagt Simon. Okay, krass, wusste ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall gut für, dass das eigentlich so schnell und schön wachsen kann. Auf jeden Fall, also ich habe jetzt auch ein paar Handys damit eingerichtet. So auf den ersten Blick fehlen auch jetzt nicht unbedingt so viele Apps und man sieht direkt so TikTok, Snapchat und so eine Tagesschau, AliExpress. Also da ist schon ziemlich viel vorhanden, auch ein paar Spiele. Es gibt Fortnite Installer ist da drauf, Asphalt 9 habe ich gesehen. Dann die App-Suche sollte man sich dann so runterladen, die ist, glaube ich, gar nicht immer vorinstalliert. Über die App-Suche könnt ihr dann quasi selber suchen, ey, ich brauche vielleicht Netflix oder so, und dann zeigt ihr euch, wo ihr Netflix runterladen könnt. Okay. Das war jetzt gerade eine Hülle dafür. Wäre das für dich? Wäre das dein Style? Wäre mir ein bisschen zu aggressiv, glaube ich. Ein bisschen aggressiv. Zu bunt, ein bisschen zu floral. Zu auffällig irgendwie. Ich bin da eher so ein bisschen schlichter unterwegs. Der Alex.
I use Microsoft Word to plan class notes and ideas. Ja, genau, das Magic Book, du sitzt ja gerade dran. Was so dein Eindruck? Ja, genau, 12 Monate, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Microsoft 365 Personal, das haben sie jetzt ja umbenannt. Microsoft 365 war vorher Office 365, also es ist einfach das Office-Paket, was man so kennt. Ihr seht es ja auch, Word, PowerPoint und so. Kriegt man ein Jahr gratis dazu. Das ist sehr, das ist schon, sehr cool. Ich glaube, ich habe gerade mal geguckt, das kostet sonst für so eine Single-Lizenz 70 Euro oder so im Jahr. Ja. Und wenn du so eine Family-Lizenz hast, irgendwie 100 Euro oder so. Gut, also das sind einfach so Services, die brauchst du halt, gerade wenn du Student bist oder so, ne? Dann Hausarbeiten auf Office, PowerPoint-Präsentation mit PowerPoint. Selbst wir müssen quasi täglich irgendwelche Word-Dokumente und sowas öffnen und arbeiten auch mit Listen und so, das ist ja schon... Braucht man auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich möchte da keinem zu nahe treten, aber ich finde immer noch, mit Office klappt das alles immer noch ein bisschen besser als mit diesen anderen Anbietern, die es da teilweise gibt. Und die sind einfach ein bisschen besser entwickelt, habe ich den Eindruck. Von daher auf jeden Fall für Studenten oder so. Allein wenn ich mir alleine in die ganzen Formatierungssachen in der Uni denke, dann ist es schon hilfreich. Ja. Alter, was ist das für ein... Das traut die Frau sich da. Am Abgrund. Die hat aber ein Dings an. Eine Sicherung. Das war trotzdem gefährlicher. Honor Magic Watch 2. Nice, ja. Ja, hast du die nicht gerade? Blutsauerstoff-Sensor. Ich habe tatsächlich die Huawei Watch GT2 am Arm, aber das ist baugleich, genau. Die steht nämlich genau hier. Die Magic Watch 2 haben wir hier, haben wir auch getestet. Also die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Also wirklich, ihr könnt damit anrufen, also ihr könnt damit telefonieren. Genau, 100 Workouts Mode. Okay, das ist jetzt neu. Das ist neu, ja, okay. Das haben sie rübergebracht von der GT2e. Das heißt, ihr habt dann wirklich 100 verschiedene Workout Modi. Vorher waren es, glaube ich, 15, ja. Jetzt 85 neue sein dann. Da habt ihr dann eben, was weiß ich, für abgefahrenen Sport, also keine Ahnung, Skateboard und, ja, Skateboard und alles Mögliche und ist damit bei. Und das kommt wohl einfach per Software-Update. Das ist auf jeden Fall cool, dass danach, auch quasi nach dem, die Uhr ist ja schon was länger drauf, dass da jetzt nochmal Updates kommen und das einfach rübergebracht wird. Ich auch, dass die so mit der Zeit noch besser gemacht werden. Genau. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Hast du dein Lieblingsfeature bei der Magic Watch 2? Der Musikspeicher. Das ist schon cool, ne? Das waren sau wenige, ne? Genau, Musikspeicher. Man kann eben MP3-Dateien auf die Uhr übertragen und dann laufen gehen mit gutem GPS-Tracking. Also wirklich sehr gutes GPS-Tracking hat die Uhr. Und dann kann man Bluetooth-Kopfhörer mit der Uhr verbinden und hat dann da eben seine Musik oder seinen Podcast, den man dann einfach dabei hören kann. Ich habe letztes Mal auch einfach mit dem Podcast die Datei runtergezogen, auf die Uhr übertragen und war schön eine Dreiviertelstunde laufen oder so. Welchen Podcast denn? Ein Erkenntnis-Podcast natürlich. Nein, ich höre mir nicht die eigenen Podcasts an, das wäre ein bisschen weird. Aber ihr könnt natürlich das auch mit unserem Podcast machen. Ich finde mittlerweile, also ich gehe jetzt ein bisschen öfter laufen als früher, ich finde es richtig geil auf der Uhr einfach dann so, wenn ich fertig bin, also so einfach zu starten, so eine schnelle Zusammenfassung zu haben, ey, was hast du gerade, welche Pace bist du gelaufen und so weiter. Selbst wenn man jetzt nicht super professionell ist, ist es ja schön, so ein bisschen deinen Erfolg. Ja, und man hat sogar noch einen Laufcoach hier drauf. Ach, gerade echt? Für okay. Anfänger ist das super. Wenn ihr halt, also das ist halt auch nur fürs Laufen, habt ihr diesen Coach, aber der hat da 13 verschiedene Laufkurse quasi, um euch da ein bisschen dran zu bringen und verschiedene Trainings zu absolvieren mit verschiedenen Zwecken. Also da gibt es echt viel. Die Uhr kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja, besonders 14 Tage Akkulaufzeit, das ist ja auch genau. So ein Ding. Ne? Und Always On, wenn ihr wollt, hat sie auch. Also ich hole für manche Sachen einfach noch lieber dann so mein Smartphone raus, um draus zu machen, aber so manche Funktionen, wie so ein Timer oder so, gerade mal beim Kochen, wenn man irgendwie so Nudeln oder so was kocht, finde ich super praktisch, einfach immer auf der Uhr da einen Zugriff zu haben. Ich glaube, sie hat jetzt da die... kleinere Version, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es gibt eine 42mm und eine 56mm genau. Variante. Ich glaube, nur die größere hat das mit den Bluetooth-Telefonaten und so, ne? Genau, nur die größere Version hat einen Lautsprecher und ein Mikrofon. Das heißt, nur damit könnt ihr so wie James Bond mit der Uhr telefonieren. Cool. Aber den Musikspeicher hat, meine ich, auch die kleinere. Das heißt, das Feature könnt ihr auch damit nutzen. Jetzt gibt es die Honor Magic Earbuds. Die hatten wir auch schon im Test hier tatsächlich. ANC in ihr Kopfhörer gibt es, glaube ich, für unter 100 Euro schon. Also, so, ich glaube, 90 Euro, 90 oder 100 Euro. ANC, also Active Noise Cancelling, aktive Geräuschunterdrückung, dass ihr das, was so um euch herum ist, nicht mehr hört. Das ist natürlich gerade, wenn man im Büro sitzt mit mehreren oder in der Bahn, mal super praktisch. In der Bahn, gerade wirklich, wenn ich mal Hörbücher oder Podcasts höre. Bei Musik ist es meistens egal. Ja. Oder stört es nicht ganz so, aber bei eben dann im Hörbuch oder in einem Podcast, da ist ANC wirklich viel wert.
weil eben die Stimmen, die gesprochenen Stimmen einfach nicht so laut sind, wie wenn ihr Musik habt. Deswegen ist es da wirklich sinnvoll. Ja, hier sieht man es, genau, in der Bahn. Ja. Da bin ich morgens. Ich habe nicht gefilmt morgens. Ja. Wie ich genervt in der Bahn stehe. So stehst du nicht in der Bahn, glaube ich. Aber man kennt es natürlich. So wird eine Bahnfahrt auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß machen. Yeah, boy. Gute Party da drin. Finde ich. Magst du lieber so dieses Design oder so ein bisschen das Bud, also dieses kleinere Design? Ich mag tatsächlich das kleinere Design lieber. Okay, ja. Aber das ist ja Geschmackssache. Sieht aus wie so ein Knopf im Ohr. Ich weiß nicht. Ich mag das von Julia the Magic Airbud so ein bisschen lieber. Aber man ist, glaube ich, aber auch einfach mittlerweile so eher dran gewöhnt. Oh, gibt's auch in Blau. Stimmt, tatsächlich. Ist mal, wenn man ein bisschen Akzent setzen möchte, farblich. Ey, das ist aber mal in Blau. Das ist mal in Blau. Das ist mal in Blau. Respekt. Ja, aber so ANC, so beim Laufen würde ich jetzt, glaube ich, nicht, weil ich Angst habe, weil ich überfahren werde. Also nichts für das, ja. Dafür kommt nämlich jetzt der Awareness-Mode, beziehungsweise so ein Transparency-Mode. Die bekommen jetzt das Update. Finde ich auch wieder eine coole Sache, dass man halt einfach ein Produkt Langzeit über Updates noch besser machen kann. Das heißt, er kann besser Umgebungsgeräusche wahrnehmen und so. Genau, also so wie das hier aussieht, muss man wahrscheinlich dann irgendwie einmal auf den tippen, auf den Butt hier im Ohr und dann, oder vielleicht doppelt tippen, weiß ich nicht genau. Und dann habt ihr eben diesen Awareness-Mode, dass eben die Mikrofone, die normalerweise den Sound aufnehmen und rausfiltern, lassen den Sound dann extra durch, sodass ihr dann schön was hört beim, wenn einfach jemand mit euch sprechen will und ihr wollt ihn nicht rausnehmen, könnt ihr einfach das doppelt tippen oder einfach tippen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wenn ihr ein Huawei oder ein Honor-Smartphone benutzt und die Kopfhörer habt, also einfach aufklappen, dann kommt so eine Pop-Up-Benachrichtigung auf dem Handy, glaube ich. Ach so, eine Smart-Einbindung quasi. Könnt ihr so direkt connecten. Auf jeden Fall natürlich auch ganz praktisch. Jetzt sagt sie. Ah, Press and Hold, okay. Also einfach gedrückt halten. Ah, okay. Ich finde den Awareness Mode, das Namen auch besser als Transparency Mode, ist ein bisschen klarer, was gemeint ist. Jetzt geht es um Honor Choice, das habe ich letzten Monat mitbekommen. Damit startet man quasi so eine neue Reihe. Also mehr so Smart Home Produkte. Smart Living Product. Smart, da sieht man schon. Ich sehe einen Akkustaubsauger, ich sehe sowas wie. Ist das ein Luftfilter? Ne, ein Ventilator oder sowas, ne? Du bist ein paar Sekunden vor mir, ja, aber das ist sowas wie ein Ventilator, eine Lampe, würde ich kennen. Das ist das zweite da. Das könnte so ein Lautsprecher für einen Hals sein. Ne? Ich weiß nicht, ob das sowas ist, aber es könnte es sein. Ja, und eine Lampe. Okay, sind Lifestyle-Produkte. Dann wird es hoffentlich gleich schon das erste vorgestellt geben. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch da von Honor wünschen würdet. Was für so ein Smart-Home-Produkt würdet ihr? Hättet ihr Bock auf so einen Akkuschraubsauger oder sowas? Oder Luftreiniger? Oder eine smarte Lampe oder so? Würde mich mal interessieren, was euch da so im Smart-Home-Bereich am wichtigsten ist. Darf ich fragen, was ihr hauptberuflich macht? Das hier. Das ist halt nicht so outen hier. Ich putze noch lieber selber. Gut, kann man auch verstehen. Aber ey, ich habe einen Akkuschraubsauger und einen Saugroboter. Wenn du den einmal hast, putzt du nicht mehr lieber selber. Ich glaube auch. Dann lässt du putzen. Ich bin mittlerweile sogar fast mehr angetan von dem Akkuschraubsauger als von dem Saugroboter. Ich finde einfach, weiß nicht, so schnell schnappen und... Was sind das für Kopfhörer? Die kenne ich noch nicht. Das sind wahrscheinlich die neuen Kopfhörer. Die stellen sie gerade vor. Die Honor Choice Earbuds habe ich gerade gehört. 24 Stunden Akkulaufzeit, also insgesamt natürlich mit dem Ladecase. Sind ein bisschen kürzer von dem Stil her als die. Fallen mir, dann wäre das schon eher wieder was in eine Richtung. Aber auch natürlich mit In-Ear-Tip drauf, also mit Silikon drauf. Genau, anpassbar in der Größe, damit ihr da für jedes Ohr das passende habt. Ja, da gibt es dann auch im Lieferumfang immer so ein paar verschiedene Größen. 7 mm Treiber. Sehr gespannt drauf. Wird dann wahrscheinlich, die werden teurer sein. Zwei Mikrofone drin, also Dual Mic Noise Cancellation, also Geräuschunterdrückung über zwei Mikrofone. Eigentlich voll verrückt, wenn Honor Staubsauger herstellen würde. Ey, warum nicht? Ne? Einfach mal ausprobieren, machen andere Hersteller ja auch. Ich meine, bei Honor und Huawei, da kriegt man ja immer auch eine gute Qualität so für das Geld, von daher bin ich da eigentlich ziemlich gespannt drauf. Dual Mic Noise Cancellation for Calls, auf jeden Fall sehr wichtig. Ich habe schon sehr viele Gespräche geführt über schlechte Bluetooth-Kopfhörer. Ja, weil Tim uns immer anruft, wenn er was ist. Genau, deswegen ist das, die Sprachqualität ist nicht zu unterschätzen, das als wichtiges Feature. IP54 Rating. Das heißt, Staub und bisschen Wasser, Spritzwasser. Bisschen Staub, genau. Ja, okay. Okay, hier nochmal alles zusammengefasst, was gerade vorgestellt wurde. Honor 9A wird vorgestellt, Magic Book 14 Special Bundle mit der Office, die neuen 100 Sport Modi zu der Magic Watch 2, die neuen Kopfhörer und der Awareness Mode für die Magic Earbuds. Was sagt er so am meisten zu?
Ich würde sagen, diese neuen Earbuds, weil die habe ich noch nicht gesehen. Die sind ganz neu und die sehen auch nice aus, finde ich. Okay. Oh, jetzt geht's um den Preis vorne im Honor 9A. Darauf haben wir gewartet. Bin gespannt. Liebst du die ganze Zeit eine Sekunde vor mir? Ich glaube schon. Oder 49 Euro. Hast du es jetzt erst gesehen? Ich sehe es jetzt erst. Ja, dabei aktualisiert. Ich habe neu geladen. 149 Euro, 150, sehr cool. Unter 150 Euro ist, glaube ich, ein fairer Preis erstmal auf jeden Fall. Natürlich im Budget-Segment da ganz gut positioniert. Ist auch schon ab Juli. Ich glaube, eigentlich ab Juli habe ich gelesen. 1. Juli soll es eigentlich in Deutschland verkauft werden. Vielleicht in den anderen Märkten halt schon ein bisschen früher, das kann sein. Für 3 GB RAM und 64 GB Speicher. Und ein MacBook 14. 649 Euro. Ich kann es dir spoilern. Okay. Wie lange dauert das? Ich weiß es nicht. Ich habe neu geladen. Ja, 649 Euro ist aber auf jeden Fall ein cooler Preis in dem Bundle. Und ich glaube, genau. Und ich glaube, da gibt es sogar noch mehr dazu. Maike kann mal eben gern die Angebotsseite von Honor eben hier rein posten. Liebe Maike, wenn du das machen würdest, wäre super. Da gibt es nämlich nicht nur das dazu. Ich glaube, da gibt es auch noch so einen Maus und einen Rucksack dazu. Und für 650 Euro ist da schon nicht verkehrt, denke ich mal. Ja, 130 Euro, Nero Boy, gut geschätzt auf jeden Fall. Mit 130 Euro kommst du auf jeden Fall gleich mit unserem Gutschein, den wir gleich noch preisgeben werden. Natürlich, Tom. Vielen Dank, Michael, in Toms Namen. Danke, Michael. War's das schon? Nehmen wir nochmal die Kopfhörer, die Uhr. Das ist mal auch ein Armband, ne? Ja, aber also ich finde es gut, dass man sich traut, mal wieder stylisch, weil jeden viel Fall, Tech auf jeden ist Fall. Okay, das war tatsächlich schon die Stellung, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, die Honor Choice Earbuds, yo. Mein Bildschirm ist schwarz. Dein Bildschirm ist schwarz, okay. Dann seht ihr jetzt nur noch uns, dann können wir jetzt überlegen, sollen wir jetzt erst das Unboxing machen oder sollen wir schon mal den, na, machen wir auch schon. Norman, erstmal danke für den Euro. Ey, danke schön. Lieb von sehr dir. Cool. So, dann wollen wir auspacken. Komm, Julian, kannst du uns eigentlich mal so ein Messer hier zuwerfen? Was packen wir denn jetzt aus? Machen wir erst das 9A oder was? Ja, machen wir das Honor 9A. Komm. Ich habe kein Messer dabei. Zufällig heute mal nicht. Sonst habe ich immer ein Messer dabei. Okay, wer möchte, soll einer von uns auspacken, weil dann kann der andere ein bisschen kommentieren. Ein bisschen kommentieren, ja. Ich packe mal aus. Ich kann der Alex auch auspacken. Gerne kann der Alex das auspacken. So. Kannst du ein bisschen reinzoomen, Julian? Geht das theoretisch? Warte. So, jetzt gehen wir an das Honor 9A. Wie gesagt, ist ein Budget-Smartphone für 149 Euro. Geht das? Oh, man sieht ein bisschen was, tatsächlich. Hier schon. Okay. Haben wir einen Field-Monitor, fragt jemand, Julian? Was ist ein Field-Monitor? Ja, wir haben einen Field-Monitor. Wir sind Profis, wir haben sowas. Wir wissen auch, was das ist. Wir wissen, natürlich wissen wir. War nur ein Scherz, war ein Test für euch. Witz, ne? Genau, wir packen das jetzt mal aus. Ich bin sehr auf die Farbe gespannt. 3 GB RAM, 64 GB Speicher. Ne? Genau, wir haben, wie gesagt, die Phantom Blue-Variante auch schon. Das hat Tom ja vorhin schon verraten. Warte, bevor du die Farbe, guck erstmal, was sonst drin ist. Wir sollen die Spannung aufbauen, ich bitte dich, Alex. Das ist ein erstes Unboxing, oder was? Ich wollte jetzt mal nett sein. Okay, Trommelwirbel. SIM-Tool! Die SIM-Nadel. Ich habe es irgendwo ganz förmlich geredet. Das SIM-Karten-Slot-Entfernungsgerät ist es. Sehr gut. Dann haben wir hier einmal das Ladegerät. Mit wie viel Watt wir haben? 10 Watt. 10 Watt bei 5000 mAh. Was ist 18 das Watt. Für ein Stecker? Ah, das ist ein UK. Das ist UK. Das ist nicht UK? Nicht UK. UK hat so flache. Ah ja, stimmt. Diese Phobie. Das habe ich noch nie gesehen. Welche? Ist das Russland? Ich könnte auch sagen, aber das Paket kam aus. Keine Ahnung. Okay, das haben wir auf jeden Fall dabei. Wenn ihr es in Deutschland kauft, dann habt ihr offensichtlich den deutschen Ladeadapter dabei. Natürlich. Und ein weißes Micro-USB-Kabel, das ist auch dabei. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Lieferumfang. Jetzt kommen wir mal zum Handy. Alter, das sieht schon schick aus. Es sieht schon sehr schick aus. Not for sale. Ja, wir verkaufen es auch nicht. Wir packen es nur aus. Ich halte es mal hier ein bisschen. Zeig mal. Oh, blau. Ey, das sieht gut aus. Ey, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Ihr könnt mal gerne schreiben, seid ihr, wo mögt ihr euren Fingerabdrucksensor am liebsten? Viel ist jetzt auch auf der Seite oder mögt ihr es lieber hinten oder lieber vorne im Display? Schreibt das mal gerne, das würde mich mal sehr interessieren. Ich finde, man kann sich ja erstens an alles gewöhnen. Man kann sich an alles gewöhnen, ja, das stimmt schon. Ich finde aber vorne oder hinten finde ich am besten. Also Seite geht auch natürlich, aber ich finde schon. Ich habe mich sauer an Seite jetzt gewöhnt, ja? Irgendwie, ja. Im Display schreibt hier schon einer. Auf der Rückseite im Display. Okay.
Es wird ein heißes Rennen hier in Display, Fingerabdruck vorne. Ganz früher war es ja ganz normal, das vorne drin zu haben. Wie also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, es ist wirklich leicht. 100, was war es, 80 Gramm oder sowas? Ne? Ja, 185 es, Gramm. Ist leichter als erwartet. Es ist auch nicht zu dick, wirklich mit dem 5000 mAh und wirklich die Kamera steht hier überhaupt nicht raus. Das ist wirklich nice. Du musst in die Kamera übrigens zeigen. Ach ja, ich gucke das. Das ist der Bildschirm. Ja, ich bin sehr dumm. Aber man sieht es, glaube ich. In die Kamera. Ja, ja, ja. Ich will ja hier zeigen, dass die Kamera nicht raussteht, weißt du? Okay, okay. Ja. Jetzt darfst du es anfassen. Boah, tatsächlich, krass. Das steht wirklich nicht raus. Ja, also okay, das so ist schon ein Millimeter vielleicht. Aber oder das so. Ist aber wirklich im Vergleich zu sonstigen Sachen. Water Drop Notch ist natürlich auch mal wieder was Neues, Altes, könnte man sagen. Also machen ja auch nicht mehr so viele Punch Hole. Okay, warte mal. Okay, da war noch irgendein anderes Programm drauf. So, an der Seite haben wir hier den SIM-Slot. Genau, den können wir mal eben... Fingerabdruck. Boah, das ist blau. Also Rückseiten können sie ja definitiv auch, ne? Das muss man ja schon sagen. Ja, die waren ja auch mit einer der ersten, die so ein bisschen so in diese Fancy-Richtung mit den Rückseiten gegangen sind, mit diesen auffälligen. Die haben ja auch tatsächlich dieses ganze Aurora Blue und so, genau. Was die danach einfach schon so pioniert auf jeden Fall. Pionieren ein Wort, ja, oder? So, ja, pionieren ist ein Wort. Hier haben wir einen Dual-SIM-Slot, einen echten mit zwei SIM-Slots und eben einen Slot für die Micro-SD. Ja, besser geht es eigentlich nicht, was SIM-Slots angeht. Ja, auf jeden Fall. Gerade die Dual-SIM und dann Speichererweiterung. Also, genau. Ich meine, und Speicher ist so günstig geworden. Eine Micro-SD-Karte für, was kostet die mittlerweile? 20 Euro, 30 Euro? Reinhauen. Bis zu 512 GB können eine Menge Musik und so weiter drauf tun, natürlich. Deutschland kann man alles direkt auswählen, ja, auch wenn wir jetzt hier den komischen Ladeadapter dabei hatten. Ja, das muss man ja immer sagen. Also, viele haben ja so ein bisschen Bedenken bei China-Herstellern oder so weiter. Huawei und Honor, die sind schon seit Jahren dabei, da müsst ihr euch keine Sorgen machen um so Sachen. LTBAN 20 und 28 natürlich drin, ist natürlich perfekt auf Deutsch übersetzt und so weiter. Von daher, das läuft auf jeden Fall. Genau, ich richte es gerade ein bisschen ein. Erste Eindruck, 6,3 Zoll ist tatsächlich mal ein bisschen, ist fast schon kompakt. Nein, ist, nicht ganz. Für heutige Zeiten tatsächlich, also man kommt auf jeden Fall besser dran ein bisschen als bei anderen, aber es ist trotzdem, ich weiß gar nicht, welche Aspect Ratio, welches Seitenverhältnis sie hier gewählt haben, aber 19, 19, es ist auf jeden Fall nicht so breit. Es liegt gut in der Hand, auch ich glaube auch für kleinere Hände ist das dadurch, dass es ein bisschen schmaler ist, ganz angenehm. Genau. Wie findet ihr Huawei Music Abo? Ist es eine Alternative zu Spotify oder Amazon? Kann ich dir nicht sagen, weil ich das Huawei Music, aber kanntest du das schon vorher? Ich kannte es tatsächlich nicht. Vielleicht ist ja relativ neu, der Service. Ich gebe das gerne mal an euch weiter. Nutzt das jemand von euch? Dann könnt ihr gerne mal dem lieben Peter antworten. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, wenn man sich das holt, ist es ja für einen Monat dabei. Dann kann man es ja mal ausprobieren auf jeden Fall. Ich denke mal, das kann man auch so ein paar Tage gratis testen. Das geht ja mittlerweile eigentlich fast immer. Wäre mal eine interessante Idee, da könnte man eigentlich auch mal einen Vergleich machen. Also Fingereindruck. Eindruck. Fingerabdruck-Einrichtung. Gutes Wort. Schönes Wort. Ist auf jeden Fall schnell gemacht. Das ist ja hier auch ein kapazitiver Sensor, wie man es kennt, so die, sag ich mal, die alte Technik, die halt einfach komplett ausgereift ist inzwischen. Ist jetzt auch schon registriert. Face Scan können wir auch direkt noch einrichten. Das wird eben dann hier über die Water Drop Notch über die Frontkamera hier gemacht. Das ist natürlich nicht ganz so sicher wie der Fingerabdrucksensor, keine Frage, aber eben im Alltag trotzdem sehr, sehr praktisch. Ich möchte das auf jeden Fall in keinem Smartphone mehr vermissen müssen. Und genau, da ist schon registriert, also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Danke nochmal an Norman, der nochmal einen Euro gespendet hat. Ey, danke Norman, bester Mann, wirklich, wirklich richtig, richtig cool. Dankeschön, danke dafür. Freut uns sehr, dass ihr das hier so supporten wollt, dass wir hier so die Videos und Livestreams machen. Freut uns wirklich. Huawei Music ist günstig und ist super. Es gibt alle Lieder, sagt Leon Gaming. Okay, interessant, ey, dann müssen wir es vielleicht auch mal ausprobieren. Ist eingerichtet. Möchten Sie es mal testen? Achso, Music habe ich jetzt nicht geguckt, ich wollte nur sagen, das Handy ist eingerichtet. Ja, das Handy ist eingerichtet. Also, ihr könnt natürlich auch Daten, das habe ich jetzt gerade natürlich weggeklickt, aber Daten vom alten Handy übertragen und sowas. PhoneClone, ne? PhoneClone habe ich da hier schon mal mitgemacht, finde ich, funktioniert echt gut. Okay, relativ kontrastreich das Foto, löst aber schon mal ganz schnell aus. Ja, doch. Also eigentlich, okay, jetzt ist natürlich 5 Lampen auf dein Gesicht gerichtet. Es ist harsch. Aber so von der Schärfe, vom Haar und so her, ist ein 13-Megapixel-Sensor. Wie gesagt, gar kein 48-Megapixel-Sensor oder so, was ich aber auch nicht unbedingt nötig finde. Ist aber auf jeden Fall in Ordnung. Ich bin mal gespannt.
Also für ein 150-Euro-Handy scheint das schon mal ganz okay zu sein. Das ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Hängt sehr von den Lichtbedingungen ab. Die meisten eher günstigeren Kamerasensoren, die sind sehr abhängig halt vom Licht. Wie gesagt, lichthungrig, sage ich da immer gerne. Schönes Wort. Schön. Genau. Porträtmodus haben sie natürlich auch mit drauf, aber leider keinen Nachtmodus, wie ich gerade sehe. Aber nochmal. Das mach ist ein bisschen schade. Ultraweitwinkel. Ultraweitwinkel, ja, das haben sie natürlich auch mit drauf. Das heißt jetzt einmal so. Und einmal noch normal, dann sieht man auch direkt mal den Vergleich. Es löst relativ schnell aus. Es löst auf jeden Fall sehr schnell aus. Das war jetzt das Normale und wenn du einmal zurück swipest, dann siehst du den Ultraweitwinkel. Kannst ja vielleicht auch mal kurz ein Schwiegersohn-Lächeln. In die Kamera. Ja gut, vom Ultraweitwinkel-Modus sind wir ehrlich, das ist jetzt nicht die beste Ultraweitwinkelkamera, die ich gesehen habe, aber in manchen Situationen. Da seht ihr Normalaufnahme quasi und das andere war Ultraweit. Sehr nett, diesen Effekt zu haben. Gucken, wenn man ein Video aufnimmt. Okay. Ich will nur mal eben gucken, ob man auch. Man kann tatsächlich auch in der Ultraweitwinkelkamera filmen. Das geht tatsächlich auch nicht. Das überall. Geht wirklich nicht mit jedem Handy. Das ist sehr, sehr cool. Wir könnten etwas lauter sein, schreibt Crazy Gamer. Crazy, verschönern. Display spiegelt stark. Ja, wie gesagt, wir haben hier wirklich gerade. Boah, die sind auch sehr hell. vier Lampen, sehr helle Lampen auf uns gerichtet. Dementsprechend kann das Display da auch gerade mal etwas spiegeln. Genau. Kann man theoretisch per Smartwatch Google-Dienste rüberziehen? Ich weiß nicht, ob das noch geht. Weiß ich auch nicht. Also man kann es mal ausprobieren mit dem Smartwatch? Ne, heißt es nicht? Oder PhoneClone oder was PhoneClone. Ist das dann? Heißt ja, genau. Also genau, das ist, glaube ich, das Gleiche. Aber kann man auf jeden Fall mal versuchen, wie gesagt, über die Huawei-App-Suche, die ihr euch in der App-Gallery runterladen könnt, da kriegt man auch einige Sachen, zum Beispiel sowas ganz Simples eigentlich, wenn man jetzt die YouTube-App vielleicht nicht so runterladen kann, dann wird einfach eine Desktop-Verknüpfung eingerichtet und man kann auch mobil sich einfach in den Browser bei YouTube einloggen, man bekommt dann seine Abos und so weiter angezeigt. Das geht eigentlich auch alles, kann dann das App-Icon und so einrichten. Das auf jeden Fall zum Beispiel für YouTube eine Alternative. Hier ist noch genau, nee. Ich gehe jetzt mal gerade einfach in die App-Gallery rein und ich lese mal einfach so vor, was ich da so an Apps lese, die hier drin sind. Zum Beispiel blitzer.de, Tagesschau ist drin, AliExpress, Captain Cook. Captain Cook, super App. Wetter.com, Otto, Burger King, Booking.com, DualSpace, Web.de, GMX, Tinder ist drauf, also muss ich keine Sorgen. Lidl ist drauf. Das ist das Wichtigste. Idealo ist drauf. Regenradar. Deezer ist drauf, wenn man Deezer benutzen möchte. Was kenne ich hier? Rossmann ist drauf, Alex. ist alles keine Werbung. Ich lese hier wirklich nur die Sachen vor, nur damit ihr mal einen Eindruck habt, dass, was man hier so alles bekommen kann. Sport 1 ist mit drauf, die Face-App. Shared hast du mal selber auch schon benutzt, ne? Wie bitte? Shared, ja. Zum Verschieben von Handydateien auf den PC. Wow. Raven Forever, vielen Dank für die 2 Euro. Aber jetzt. Vielen, vielen Dank. Bevor wir weitergehen. Kommen neue Spiele auch in die App-Gallery? Ja. Ja, Asphalt 9 ist zum Beispiel da. Ich habe den Fortnite-Installer gesehen, auf jeden Fall. Trials Extreme. Trials, das ist geil, super ist auch cool. Mit dabei. Also schon viele Spiele. Und wie das gesagt, ist tatsächlich mal ein Mobile-Spiel, was ich auch mal gezockt habe oder zocke ab und zu. So viel mache ich gar nicht, aber ich gehe da mal. Norman, vielen Dank, 2 Euro. Norman, bester Mann. So, ey Norman, das tut mir jetzt leid. Also ich würde dir noch gerne die Angebote, es gibt ja, wir haben ein paar Angebote und wir haben noch einen Gutschein, würden wir noch natürlich gerne präsentieren. Wenn er jetzt bockt, ey, ich habe Bock auf dieses Honor 9A, 150 Euro, das klingt gut, oder sogar das Magic Book oder sogar die Kopfhörer, da gibt es aktuell ein paar Angebote. Also wie gesagt, das Honor 9A ist jetzt da erhältlich. Die liebe Maike, die wird jetzt nochmal die ganzen Links droppen. Erstmal so zu der Angebotsseite, wenn du das nochmal machen könntest. Das wäre super. Die Angebote, wir haben das Honor 9A für 150 Euro. Wir haben die Magic Watch. Ne, warte, wir haben das Honor Magic Book 14 mit den 365 Tagen Microsoft 365. So heißt es ja, ne? Mhm. Das ist gar nicht mehr Office. Das gibt es für 649 Euro auf der Seite. Und ihr fragt gerade, was kostet die Uhr? Die Uhr, da gibt es gerade. Ich gehe jetzt mal live drauf und gucke das eben schnell. Bei so viel Zahlen
Bin ich nicht mehr. Es sind gerade nämlich die Honor VIP Days. Und das seht ihr schnell, wenn ihr auf High Honor drauf geht. Seht ihr da schon die Angebote? Ihr könnt das Magic Book auch ohne dieses Office-Angebot wahrnehmen, falls ihr das einfach nicht braucht und das wisst. Es geht auch. Aber die Honor Magic Earbuds, die gibt es zum Beispiel für 99 Euro plus schon 10 Euro Gutschein, den man auf der Seite aktivieren kann. Die Uhren, Magic Watch 2, 46 mm mit einem gratis Band dazu, mit einem Wechselband. 160 Euro, 159,90 oder mit Band und Kopfhörer in der braunen Variante für 179,90. Genau, die braune Variante ist dann auch so ein Außenleder-Innen-Silikonarmband. Das heißt, das sieht dann vielleicht nochmal ein bisschen schicker aus, wenn man den Style mag. Und auch die kleine Uhr gibt es im Angebot. Das heißt, die 42mm-Variante, die ist dann ein bisschen schlichter, ein bisschen eleganter. Vielleicht auch eher was für kleinere, schmalere Handgelenke. Die kostet 140 Euro in der schwarzen Version. Und in so einer goldenen Version kostet die aktuell 170. Und da gibt es dann auch bei der schwarzen Version Band und noch das Honor Band 5, so wie ich das hier sehe, dabei. Und bei der goldenen Version gibt es ein Band und noch Kopfhörer mit dabei. Okay. Und da haben wir jetzt einen exklusiven Gutscheincode für euch. Da könnt ihr jetzt 20 Euro sparen. Also das Honor 9A kriegt ihr nicht für 150, sogar 130 Euro mit kostenlosem Versand. Dann gibt es die Magic Watch 2, gibt es dann für 140 Euro schon, was ein Megapreis ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Und der Gutscheincode, der ist anwendbar für das Honor 9X Pro, für das Honor 9A, was jetzt gerade neu vorgestellt wurde, für die Honor Magic Earbuds, für die Honor Magic Watch 2 und für das Honor Magic Book. Ich weiß gar nicht, ob 13 oder 14, gibt es da zwei Versionen von? Ich glaube nur für die 14er Version. Falls es eine 13er Version gibt, ist das für die 14er Version 14er, gedacht. Genau. Und der Code, das schreibt die Maike jetzt auch nochmal, ansonsten genau hier hinschreiben mit dem Gutscheincode AVIP.de, also AVIP.de, alles zusammen, großes A, großes V, großes I, großes P, großes D, großes E. 100 Mal einlösbar, also ihr solltet euch jetzt beeilen, genau, wenn ihr da was kaufen wollt. Ich kann ganz persönlich sagen, ich würde zu der Magic Watch greifen. Das nämlich, ich auch. Also wir machen ja auch auf der Seite immer so ein bisschen Schnäppchenblock-mäßig und Gutscheine. Und das ist, glaube ich, der beste Preis, den wir bisher für die Uhr hatten. Auf jeden Fall. Gerade wenn man auf die große Version guckt, aber auch die kleine, ich glaube, so günstig habe ich die auch noch nicht gesehen. Und was auch super interessant ist, was auch nicht oder seltener reduziert ist, ist die große Version in der braunen Variante. Ja. Mit diesem Leder-Hybrid-Armband. Plus natürlich noch ein Armband und die Kopfhörer. Das ist jetzt schon auf 180 und dann nochmal minus 20 sind wir dann bei 160 Euro für die Version. Das kriegt man wirklich, habe ich auch noch nicht gesehen, den Preis. Das ja. ist echt ein cooles. Und jetzt Angebot. Auch dann 130 Euro für das Online 9A. Gerade, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, wenn ihr schon ein Kind habt oder sowas. Super Smartphone auf jeden Fall auch für Kinder. Ein gutes Einsteiger-Smartphone, denke ich mal. Gerade auch wegen der Akkulaufzeit, dass es halt nicht so schnell leer geht. Wenn ihr vielleicht auch auf der Suche nach einem Zweit-Handy seid oder vielleicht einfach jetzt ihr gar kein Flagship oder so braucht. 130 Euro ein Smartphone, muss man sich einfach mal reinziehen, wie günstig die geworden sind. Und dafür gibt es hier echt ein schickes Smartphone mit einer Triple-Kamera, mit einer 5000 mAh Akku, Klinke ist mit dabei. Es hat sogar NFC, das heißt, wenn ihr es hier mit dem Magic Book quasi nutzen wollt, ihr könnt es dann einfach drauf tappen, da an diesem Magic Link heißt es, glaube ich, ne, dann wird es erkannt. Und dann das funktioniert sogar direkt. Ja, dann könnt ihr die Inhalte von eurem Smartphone quasi einfach so auf euer Notebook so. Und dann kann Daten hin und her schieben. Man kann da irgendwie in WhatsApp rein und so weiter. Das ist richtig cool. Das hat der Tim auch getestet. Die Maike kann vielleicht nochmal den Test zu dem Magic Book hier reinposten. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wie viel Gigabyte? 3 Gigabyte RAM, 64 Gigabyte Massenspeicher. Und der Massenspeicher ist noch per Micro-SD-Karte erweiterbar. Also Gutscheincode AVIP.de, AVIP.de, 20 Euro, 100 Mal einlösbar für das Honor 9X Pro, für das Honor 9A, was wir gerade vorgestellt haben, für die Honor Magic Earbuds, für die Honor Magic 2, Magic Watch 2 Series und das Honor Magic Book 14. Genau, wie viel Gigabyte? Wie gesagt, 64 GB Massenspeicher, 3 GB Arbeitsspeicher hat das Handy. Falls du das jetzt meintest, hoffe ich mal oder denke ich mal. Halt doch nochmal das Handy in die Kamera, Torben. Yes, mache ich. Also hier haben wir den. Ich kann auch nochmal diese Kopfhörer kurz zeigen. Ja, hol mal die Magic Buds raus. Genau, wir haben ja den Phone Clone drauf. Wie gesagt, da kann man dann auch ganz einfach von seinem jetzigen Smartphone hier drauf umziehen und dann einfach tippen, was man alles mit übernehmen möchte. Die App Gallery ist schon drauf. Mit Magneten ist das hier verschlossen. Ja, ich saß cool. Hier gerade schon wieder davor wie so ein ANC ist davon auch echt ziemlich gut. Also Tim war eigentlich ziemlich angetan. Ah ne, der Fabian hat die getestet.
sehr angetan davon. USB-C, das ist sehr cool zum Laden. Das Case ist auch sehr schön und hochwertig. Ist auch schwer. Wenn ihr euch da jetzt was gegönnt habt, schreibt das mal gerne in den Chat hier rein. Das würde mich mal interessieren, ob das irgendjemand geschafft hat. Ja, Silenter ist nicht schlimm. Noch hast du vielleicht die Möglichkeit, hier einen exklusiven Gutscheincode abzugreifen. Wir haben hier das Honor 9A gerade vorgestellt, live geunboxed. Kannst du jetzt für 130 Euro anstatt 150 Euro kaufen, wenn du dir den avip.de Gutschein sicherst und den eingibst. Und dann könnt ihr euch hier noch ein gutes Angebot sichern. Die haben hier auch so einen Sensor, sieht zumindest aus, dass dass sie erkennen, wenn die im Ohr sind und wenn sie rausnimmst. Das weiß ich nicht, ob die das tun. Ich weiß es auch nicht, aber es sieht zumindest danach aus. Verstreue bloß keine Halbwahrheiten. Oh, es tut mir leid. Ich nehme das alles zurück, aber es sieht ein bisschen danach aus. Nero Boy, danke, dass du so lange dabei warst und fleißig Fragen gestellt hast. Klasse Stream, danke dafür. Könntest du mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir sowas öfter machen sollen. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Ist mal echt was anderes als so ein Video aufzunehmen. Hab es doch noch geschafft. Sehr gut. Leider ist jetzt geschafft einzuschalten. Ja, wie gesagt, wir haben hier, ich bekomme das Telefon von Honor zum Testen. Cool. Ist das eine Aussage? Dann sehr cool. Glückwunsch. Bist du Honor VIP-Mitglied, Silenter? Dann haben wir ja gesagt, dass man sowas da durchaus machen kann. Mir ist die Kamera, Mike frage, mir ist die Kamera am wichtigsten. Habt ihr einen Tipp? Hab mir jetzt das P30 Pro New Edition angeschaut. P30 Pro New Edition hat immer noch eine saustarke Kamera. Gerade wenn du auf Zoom aus bist und ein extrem guter Nachtmodus. Aber auch die Hauptkamera, also wenn nur die Hauptkamera richtig ist, kann man auch vielleicht das Honor 20 Pro, ne? Das ist halt eigentlich auch eine schöne Kamera auf jeden Fall. Auch 48 Megapixel. Ist Commander Genius Keen drauf. Weißt du, was das ist? Ich verstehe keins von diesen Worten, was er gerade geschrieben hat. Ist. Kannst du nicht. Also ich weiß nicht, was es ist. Commander Genius, vielleicht ist es ein Spiel zum Zocken? Ich weiß es auch nicht tatsächlich. Ich schieße nochmal ein Selfie hier mit dem. Ich dachte, du guckst jetzt nach, was Commander Genius Keen ist. Nein. Ich google das jetzt. Okay. Ich will wissen, was es ist. Beauty-Modus aus. Du hast uns jetzt auf eine Mission. 8 Megapixel hier auf der Vorderseite. Commander Genius. Nein. Also, wie gesagt, denkt an den Gutschein. Es ist echt eine gute Möglichkeit, hier ein bisschen Geld zu sparen. Gerade bei der Uhr, bei dem neuen Honor 9A, bei. Auch dem Magic Book, was ja mit 650 Euro, da kriegt er dann noch 365 Tage Office dazu. Den Gutschein, ich schreibe ihn nochmal hier rein. Gutschein avip.de. avip.de heißt es quasi. Okay, es ist ein Side-Scroller, also ein Spiel ist es. Spiel. Commander Genius. So, wenn ihr noch Fragen habt zu Honor oder Huawei oder so, dann könnt ihr die jetzt gern stellen. Wir versuchen alles so gut wie es geht zu beantworten. Kleines Q&A hier. Genau. Gibt es Google Play App auf dem Handy? Nein, das hatten wir schon mal erwähnt. Das ist, wie gesagt, man benutzt dann den Huawei App Store, die App Gallery nennt sich das. Und da ist, wie gesagt, gibt es auch schon wesentlich mehr Apps und es ist jetzt auch seit Dezember laut einem User die drittgrößte App, der drittgrößte App Store der Welt. Also hat auf jeden Fall schon Amazon hinter sich gelassen. Genau, also viele, sehr, sehr viele Apps gibt es da auch schon drin. Silent hat das auch gerade beantwortet. Dankeschön. Macht ihr ein Unboxing zu von einem Q-Bot-Handy? Wenn die nochmal ein cooles Handy rausbringen, sicherlich. Ja, aber nein. Aber wahrscheinlich eher nicht so. Welches Handy würdet ihr euch kaufen, wenn ihr ein Budget von 400 Euro hättet? Da können wir unser Video empfehlen. Ja, wir haben ein Video zu gemacht. Das kann vielleicht die Maike hier auch reindroppen. Das kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Da gehen wir alle Kategorien durch. Bis 500 Euro tatsächlich. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Da gibt es, denke ich mal, für die 42er Version der Uhr kostet, ich gucke nochmal gerade nach, in Schwarz kostet sie 140, mit unserem Gutscheincode dann eben nur noch 120. Und da kommt noch ein Armband dazu und noch ein Huawei Fitness-Armband. Also noch ein Armband für die Uhr selber zum Austauschen und dann eben noch mal so ein Fitness-Tracker-Armband dazu. Band 5, Magic Watch 2 plus Wechselband dann für 120 Euro? So sehe ich es hier, ja. Alter also, Schwede, okay. Deswegen können wir noch mal eben den Link hier reindroppen zu der Angebotsseite. Alle Angebote hier. Was kosten die Kopfhörer? Die Kopfhörer kosten hier 100 Euro mit unserem Gutschein avip.de. Seid ihr bei 80 Euro. 80 Euro für ANC, TWS, In-Ears. Schon ein guter Preis auf jeden Kannst Fall. Kannst du nochmal eben den Link reindroppen zu der Angebotsseite von Honor? Yes. Dann sieht man vielleicht auch nochmal.
Da sind alle, wie gesagt, das sind alle Preise aufgelistet und ihr könnt dann einfach das Produkt halt in den Warenkorb legen und dann den Gutschein reinhauen, dann habt ihr 20 Euro Rabatt. Da ist schon die Angebotsseite. Vielen Dank, Maike. Oder falls du es gerade warst. Nee, Maike. Maikes Beste. Genau, was kosten die Kopfhörer, hast du gerade schon beantwortet. Gibt es eigentlich noch HTC? Ja, gibt es noch. Die haben auch jetzt Handys vorgestellt, aber eher so Mittelklasse. Ja. Auf jeden Fall witzig, dass die noch. Manu fragt, ich muss sagen, wenn sie das mit der Gallery, ist keine Frage, aber wenn sie das mit der App Gallery noch verfeinern, wird mein nächstes wieder ein Honor. Hatte 3 Jahre das Honor 9 und war mega zufrieden. Die investieren da, glaube ich, viel Zeit und Mühe, die App Gallery natürlich immer weiter zu verbessern. Ist ja noch relativ neu. Dafür ist schon echt viel drin. Wie gesagt, die haben diese App-Suche, über die ihr alternative Möglichkeiten findet, ein paar Apps zu installieren. Sowas zum Beispiel, wenn ihr die Facebook-App haben wollt, dann leitet euch die App-Suche einfach auf die Facebook-Seite. Facebook selbst hostet nämlich die Installationsdatei, also die APK. Die App-Suche leitet euch quasi einfach dahin. Ja. Und dann könnt ihr das so einfach ganz manuell installieren über den Browser. Das haben wir auch ein Video zu gemacht. Vielleicht kann die Maike das auch mal eben posten. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt zu der App-Suche. Zur App-Suche das genau, Video, einfach ja. Mal ganz einfach erklärt, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Gibt es, wie gesagt, Verknüpfungen zum Desktop. Es gibt quasi die Installationsdatei, Sideloaden oder halt einen alternativen Play Store wie den App Store zu benutzen. So, hat sich irgendjemand was gegönnt? Das würde mich mal sehr interessieren. Soll ich mir das Handy kaufen oder ein iPhone? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Erstmal, ich weiß nicht, ob du für 130 Euro sonst ein iPhone bekommst. Und welches iPhone, musst du wissen. Aber wie gesagt, für 130 Euro neu aus dem Shop, so ein Handy ist schon auf definitiv ein gutes Angebot. Dafür einfach unseren Gutschein avip.de nutzen. Genau. Gibt leider alle meine Spiele noch nicht. Welche Spiele fehlen dir denn noch? Das kannst du, wie gesagt, in dieser Wunschlistenfunktion bei der App Gallery bzw. bei der App-Suche einfach mal eingeben und dann wird das da quasi notiert und dann kommt dieses Spiel vielleicht auch dazu. P30 Pro, immer noch eine der besten Kameras im Play Store. P30 Pro, gutes Handy, kann man nichts anderes gegen sagen. Bye, muss los. Vielen Dank, Crazy Gamer, fürs Zugucken. Und Lead, ja. Wir können die Lead Speak, wir sprechen das, wir sind sehr bewandert. CS1 und 6, auch auf das. Genau, was kosten die Kopfhörer, haben wir, glaube ich, gerade schon beantwortet. Ja, Youssef, dann nehmen wir lieber das Honor 9A, würde ich behaupten. Also, ist gar kein iPhone-Hate, aber 6er ist, glaube ich... Ist schon ein bisschen sehr alt, ja. Das ist 5-6 Jahre alt. Ja. Ja, 8X, dann vielleicht das 9X, Dennis. Genau, Dennis, das ist ein gutes Upgrade. Auf 9X Pro kannst du diesen Gutschein, den wir hier haben, genau, anwenden. 20 Euro nochmal Rabatt. 20 Euro, dann bist du bei 230 Euro und du bekommst noch was dazu, und zwar ein Kopfhörer. Du kriegst noch einen Bluetooth-Kopfhörer dazu. Auf der Angebotsseite, die wir gerade im Chat gepostet haben, mit unserem Gutschein avip.de. 230 Euro für das Honor 9X Pro ist sehr, sehr ordentlich auf jeden Fall. Genau. Welcher Prozessor im 9A? Welcher Prozessor ist im 9A? Ist der Helio P22 Prozessor, ist ein Budget-Prozessor von MediaTek, Octa-Core-Prozessor. Reicht auf jeden Fall für die ganzen Anwendungen wie WhatsApp, Facebook und so weiter. Und Web-Browsing natürlich. Ist jetzt nicht unbedingt der Zocker, die Zocker-CPU, da kann man aber auch leichte Games mitzocken. Das ist kein Problem. Sauber, Dennis. Genau, und versuch noch den Gutschein zu benutzen, wenn der noch gültig ist. Genau, 100 Mal ist er gültig. Also, es haben jetzt noch keine Leute, 100 Leute in den Chat geschrieben, dass sich was gekauft haben. Ich hoffe, ihr habt euch was geholt. Wie gesagt, schon. Genau, also der gilt natürlich auch jetzt, glaube ich, nach dem Stream ein bisschen. Ja, genau. Aber ist, wie gesagt, insgesamt 100 Mal einlösbar. Danach ist Ende mit dem. So, Leute, 3 Minuten noch. Bis 15 Uhr machen wir noch. Also, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Fragen zu dem Produkt. Was für eine Uhr hast du? Ich habe nur noch 1 Minute bis 15 Uhr. Ich habe 2 Minuten. Okay. Ja. Wir sind in unterschiedlichen Zeitzonen hier. Ja, okay. Wir sind sehr weit voneinander weg auch, deswegen. Was geht's bei dir? Ja, bei uns geht nicht viel. Wir haben gerade einen Livestream hinter uns gebracht. Hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall, weil ihr auch so fleißig mitkommentiert. Was geht bei dir so? Mika sagt, danke, dass ihr immer so interessante Technikvideos macht. Alex, das gebe ich an dich weiter. Machst du nicht? Ich mache auch manchmal, aber du machst auch mal sehr das, du auch. Dankeschön, sehr lieb zu hören. Das Odys Winbook 13 habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Spidey, wie viel kostet das Honor 9A? Regulär 149 Euro mit unserem Gutschein avip.de, also avip.de, bekommst du es gerade für 130 Euro in dem High Honor Shop. Scroll ein bisschen hoch im Chat, da findest du die Angebotsseite. Genau, 7T benutze ich.
Sarin. Nicht das, das 8. Wird es eigentlich ausgesprochen das 70s? Das ist dann nicht das 70s. Ralf, super, super Livestream. Ralf, danke dir, dass du dabei warst. Freut uns wirklich sehr. Dadurch, dass ihr hier so ein bisschen spendet und mitkommentiert und so, bestärkt uns das eigentlich nur mehr, noch öfter sowas zu machen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, Alex. Ich hoffe, du auch. Ja. Ihr könnt aber sonst gerne in die Kommentare schreiben, wer das nächste Mal mal wieder mit auf der Couch sitzen soll. Tim oder Jens oder Maike. Alle. Oder Julian muss mal weg von der Technik. Alle. Einfach mal Livestream mit alle, allen. Alle hinsetzen. Genau. Ja, Mika sagt schon, bis zum nächsten Video. Genau, ja, das nächste Mal zum nächsten Live-Event, von wann auch immer der ist dann. Wenn wir das wieder machen sollen, machen wir das natürlich gerne. Hat Spaß gemacht, ja. Wie gesagt. Ey, überlegt euch das mit den Handys, solange der Gutschein noch gültig ist. Das lohnt sich auf jeden Fall. 20 Euro gerade bei den Earbuds, gerade bei dem Honor 9A und gerade auch bei der Magic Watch 2. Ja. Im Fall bei 600 Euro, Laptop ist jetzt ne, ein kleinerer Spaß, aber nice to have auf jeden Fall. Ja. Honor verabschiedet sich jetzt auch, Holger auch. Honor, Dankeschön. Vielen Dank. Dass wir das machen konnten. Danke für die Vorstellung und danke, dass ihr das Honor 9A so schnell rübergeschickt habt. Genau. Danke auch an Maike zu Hause und danke an Julian hinter den Kulissen hier. Und wir gehen jetzt aus diesem stark überhitzten Raum mit drei Lampen raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.